und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir kommen gerade vom Rossmann und vom Action und da kam so ein bisschen was mit, ein bisschen viel. Ich kann noch nicht alles zeigen, weil da ist auch schon ein Teil fürs Gewinnspiel, was ja, dann kommen wird oder schon war. Ja, deswegen zeige ich das noch nicht. Das kommt dann später, wenn ich alles zusammen habe. Aber ich sage es jetzt einfach hier nochmal. Ich bin mir nämlich jetzt nicht sicher, ob das Gewinnspiel schon vorher, vor diesem Video online gehen wird oder danach. Ich sage jetzt trotzdem auch hier nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir sind 1000. Wir sind über 1000 sogar. Und ich freue mich so sehr. Also wir haben richtig mitgefiebert die ganze Zeit. Und dann steht da 999, ich so, komm schon, der eine noch, komm schon. Ja, und dann war es soweit. Ich habe mich so gefreut, denn es hat sich auch mega mit mir gefreut. Also wir haben hier richtig meine Freunde, Familie, alle. Oh, Katja, du hast es geschafft. Ich danke euch so sehr. Ich hatte ja so darauf hingebangt und gehofft und gearbeitet, dass ich dachte, komm bitte, ich will die 1000 knacken. Und jetzt habe ich das Ziel, einen riesen fetten Meilenstein für mich erreicht. Ich danke jedem Einzelnen, der uns schaut, der uns unterstützt, uns liked, kommentiert, Tipps gibt, ja, einfach da ist. Und ich weiß nicht, es macht einfach wirklich mega Spaß. Es ist so ein Hobby geworden, was ja einfach richtig, weiß nicht, ich habe glaube ich noch nie so lange etwas durchgezogen. Und es ist so schön und motivierend, wenn ich dann auch zum Beispiel private Nachrichten kriege von euch, wenn ihr mir dann schreibt, dass ihr mich so gerne schaut oder hört niemals auf mit YouTube. Und ja, ich freue mich riesig darüber. Vielen, vielen Dank. Und deswegen dachte ich mir, mache ich so ein Gewinnspiel. Dazu gibt es dann aber ein separates Video, was wie gesagt dann schon war oder noch kommt. ja, und hier zeige ich jetzt aber erstmal den Haul. Ja, sind so ein paar Kleinigkeiten dann halt mitgekommen für uns auch. Und genau, da habe ich dann einmal, nee, das war jetzt von Action. Ich zeige erstmal Action, Moment. So, weil beim Action ist für uns tatsächlich jetzt gar nicht so viel mitgekommen, sondern eher zum Verschenken. Viermal wieder diese Katzenbeutel, lieben wir einfach total, kommen halt ins Katzenklo rein und dann kann man das einfach so entsorgen, weil wir Hygienestreu haben, was man halt ja, wegschmeißt dann, ne, im Ganzen, was man nicht irgendwie filtert, außer die, das große Geschäft. Dann für 5 Euro, die kosten 99 Cent und da sind, Moment, 8 Stück drin, genau. Viel, viel billiger als im Tierhandel. Und dann von Lab, ich weiß jetzt nicht, ob es B1 oder 31 heißt, ja, so ein Selfie-Stick mit Bluetooth. Mag ich voll gerne vom Action immer. Das hat 4,99 € gekostet. Ich habe den auch getestet dort, weil da einer offen rumflog. Und der scheint ganz gut zu sein. Den kann man halt so als Stick benutzen oder halt auch hinstellen, so für den Tisch. Und der hat auch so eine Fernbedienung dann, ne? Was man mit dem Handy mit Bluetooth verbinden kann. Mal schauen, wie der so ist. Also Stative kann ich nie genug haben. Und dann habe ich noch so zwei Sheetmasken mitgenommen. Einmal mit Mandelöl. Fand ich total süß. Ich mag die eigentlich sehr, sehr gerne vom Action. Die haben immer wieder andere. Und einmal mit Wildrose-Extrakt. Ja, fand ich einfach schön. Ha, passt zu den Nägeln, ne? Ja, übrigens, ich habe neue Nägel. Die habe ich hier noch gar nicht gezeigt. Nur auf Insta. Das sind so kleine Erdbärchen und pink. Also ich weiß nicht, ich wollte irgendwas Sommerliches. Nächstes Mal will ich, glaube ich, wieder Früchte. Ich liebe es einfach. Wann, wenn nicht jetzt im Sommer, der irgendwie nicht da ist, aber egal, auf meinen Nägeln findet er statt und in meinen Klamotten. Ja, mal gucken. Wir waren auch sogar live, während sie mir die gemacht hat. Das war richtig lustig. Also auf ihrem Kanal dann. Ja, ich verlinke sie mal. Vielleicht wollt ihr gerne folgen auf TikTok und Instagram. Passionates heißt sie. Und ja, die macht einfach so schöne Nägel. Genau, da waren wir jetzt das erste Mal live. Also für sie war es das erste Mal, für mich war es auch das erste Mal. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, aber weiter geht's. So, dann habe ich von Action auch solche Spot-Patches gegen Pickel gefunden. Und ich fand, da gab es zwei verschiedene Sorten. Ich glaube aber, der Effekt ist von beiden dasselbe. Nur hier waren halt Schmetterlinge, Herzchen und Blümchen. Und bei dem anderen
ich glaube, da waren Sternchen oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe jetzt einfach die genommen. Will ich gerne ausprobieren. Wollte ich schon sehr, sehr lange testen. Wollte sie mir auch etwas teuer bestellen. Dann habe ich die gesehen. Was haben die nochmal gekostet? Also die waren, glaube ich, unter 1 Euro. Und ich dachte mir, boah, für 36 Stück, mega cool. Die sollen ja gut sein. Also die weiß ich jetzt nicht, aber allgemein solche Pads sollen halt gut sein, wenn man so Pickel hat. Ne? Dann kann man die draufkleben. Und ja, die sollen halt das Abheilen fördern. Bin ich mal gespannt. Das war Action. Das war es dann halt schon. Der Rest waren nur, ja, Geschenke. Und dann kommen wir jetzt zum Rossmann. Und da haben wir einmal schon offen. Diese Haribo Socker. Das ist richtig lecker. Habe ich auch gerade schon probiert. Dann für 1,69 Euro sind sie gerade auch günstig beim Rossmann. Von Garnier. So eine Hydra Bomb Tuchmaske für fahle Haut. Ich dachte mir, hab ich. Testen wir. Diese Maske beleidigt mich super gut. Das heißt, ich brauche sie. Je beleidigender irgendwelche Pflegeprodukte sind, ne, das ist so paradox, desto mehr denkt man, also bei mir, boah, brauche ich. Ja, aber die passt auch wieder zu meinen Nägeln. Nee, dachte ich mir, also die hat mir, ich hatte eine von Garnier schon mal gehabt und die war wirklich super, weil man sie halt echt öfter benutzen kann. Da ist so viel drin, ne, an Serum, dass man die halt das Tuch wieder reinlegen kann und dann nochmal benutzen kann. Und die hat sich wirklich wunderschön angefühlt auf der Haut. Meine Haut war so sanft und weich. Und dann dachte ich mir, teste ich jetzt mal die hier. Ich hatte nämlich so eine blaue gehabt. Und jetzt wollte ich die hier gerne mal testen. Dann einmal, mag ich total gerne, weiß ich aber gerade nicht mehr, ich glaube 3 Euro ungefähr, diese Vakuumbeutel, da tun wir ja immer Klamotten rein, die wir gerade in der Saison nicht brauchen oder halt die unseren Kindern zu klein sind. Ja, damit die halt nicht einstauben und auch nicht viel Platz wegnehmen, weil das ist wirklich so ganz, ganz wenig Platz nimmt es dann weg. Dann hat sich Dennis solche Zahnbürstchen geholt für die Zahnzwischenräume. Der pflegt ja jetzt seine Zähne so penibelst. Dann, ja, solche so ein Bleaching-Set. Ich bin da jetzt nicht so Fan von. Aber er wollte es halt haben. Da sind halt auch solche Zahnschienen bei. Ja, das Zeug. Ich denke mir halt, also die sollen ja auch nicht gut sein. Und das greift ja die Zähne wirklich extrem an. Aber es ist ohne Wasserstoffperoxid. Ja, mal schauen, wie das so ist. Ich kriege von sowas immer extrem Zahnschmerzen, deswegen mag ich das nicht. Ich denke mir, ja, lieber, weiß ich nicht, einfach gut putzen. Dann gab es mit der App auf Augenpads 20% oder allgemein auf Hautpflege, irgendwie so war das. Ja, da habe ich halt 3 Stück mitgenommen, wisst ihr ja, liebe ich. Die hier hatte ich noch nie mit Vitamin C, aber die hier kenne ich schon, mag ich total gerne und ja. Liebe ich einfach, komme immer wieder mit und ich dachte mir, wenn sie eh gerade so günstig sind, ich liebe sie einfach. Ne? Jetzt vor allem im Sommer im Kühlschrank und bei Allergie gegen das Augenjucken. Ich wiederhole mich, aber vielleicht guckt ja jemand die anderen Videos nicht. Dafür sind sie halt, ich liebe sie einfach. Das ist halt so eine Macke bei mir. Ich habe auch solche wiederverwendbaren Gel-Dinger, wo man einfach selber ein Serum drunter macht und so. Aber nee, ich weiß nicht, ich liebe die einfach total. Dann hat Dennis von Abteil so ein nasenfrei abschwellendes Spray geholt. Ja, Salz, ne, dass die Nase halt frei wird. Ich mag sowas nicht, auch wenn ich erkältet bin, benutze ich es nicht. Aber er braucht's. Dann hat er sich noch ein Duschgel mitgenommen. Lemon Lime. Oh, das riecht gut. Ich liebe Männerdüfte einfach, ne, also... Ich klebe dann auch richtig an ihm, wenn er gut riecht. Und das habe ich für mich geholt. Das fand ich irgendwie total schön. Das ist eine Limited Edition, so eine Cremedusche mit exotischem Duft nach Kokos und Frangipani. Warum sind da immer so Worte, die ich nicht kenne? So sieht das aus und das ist auch richtig gut. So richtig nach so einer cremigen Kokosnuss. Mag ich voll. Ich liebe ja Kokos echt sehr. Und ja, das werde ich gerne testen. Dann einmal so ein kleines Parfüm. Das hat auch irgendwie nur 3 Euro
irgendwas gekostet. Wenn's. Hallo. Einmal von Spirit of Fizzy Tangerine. Fizzy, ja, keine Ahnung, wie man es ausspricht. So halt. Auf jeden Fall von Spirit. Und das fand ich ganz schön. Hier sind 30 Milliliter. Das sah so klein aus. Ich dachte, das ist so ein schöner Taschenduft. Einfach in, also nicht Taschenduft, sondern ein Duft für die Tasche, das man einfach ja, dabei hat. Das roch so, so frisch. Ich mag das voll. Das riecht so gut. Keine Ahnung, warum sowas nicht gehypt wird. Oder bin ich die Einzige, die es mag? Aber es riecht richtig gut. Die haben da mehrere. Und mir hat nur der gefallen, weil der so extremst frisch riecht einfach. Richtig, richtig gut. Leicht, leicht süßlich, nicht zu. Und dann halt dieses extrem frische. Und dann von Larif. Das Gehypte musste sein, war das letzte. Das riecht so nach, richtig nach Strand. Also wie wenn man am Strand ist und sich mit Sonnencreme eingeschmiert hat und oder mit Aftersun. Das ist sofort, wenn ich es rieche, ist für mich so Spanienurlaub. Das riecht so heftig nach Sommer. Ich habe noch nie einen so krassen Sommerduft gerochen. Sommer. Das ist Sommer. Ja, hier nicht, aber im Duft dann. So riecht Sommer. Okay. So riecht der Sommer. So wirklich. Nicht irgendwie blumig oder vanillig oder keine Ahnung was. Das ist so ein ganz... Ich habe sowas noch nie gerochen, so ein ganz spezieller Duft. Der halt einfach nach, ja. So, du bist am Strand, hast dich eingecremt und sonstig. So riecht das. Doch, voll. Gefällt mir total. War das letzte, musste sein. Mit der App hat man auch noch irgendwie 1,50 abgezogen bekommen. Das hat man, glaube ich, knapp 5 Euro nur bezahlt. Und hier sind halt auch... Ah, hier sind 50 Milliliter drin. Ja. Freue ich mich schon, das zu benutzen, wenn es mal sommerlicher ist. Ansonsten werde ich es an tristen Tagen trotzdem benutzen und fühle mich dann einfach im Kopf so. Ja, das war unser ganzer Einkauf. Ja, den Rest kann ich, wie gesagt, noch nicht zeigen, aber bald. Und ja, dann würde ich jetzt alles verräumen und dann muss ich mich auch schon ans Kochen machen. Mein Sohn hat gerade Besuch. Dann mache ich den auch schnell was Einfaches, Leckeres. Es gibt einfach nur Nudeln mit so einer Fertigsoße, die liegt mein Sohn, die mache ich dann immer gerne, wenn er zum Beispiel mal Besuch hat oder so, weil das ist halt so eine Fertigsoße, so eine Laksane-Gratin, kann ich euch gleich zeigen. Meine Schwiegermama hat uns so einen Batzen von denen geholt und ja, ab und zu gibt es dann mal die, weil mein Sohn die halt so extrem liebt mit Nudeln. Und dann denke ich mir immer, wenn er mal Besuch hat, dann mache ich den Kindern eine Freude und dazu mache ich einfach Fischstäbchen. Ja, das wird dann halt unser Essen sein. Für uns koche ich dann auch nicht extra. Auch ich mag die Soße ganz gerne. Das ist auch übrigens die einzige Soße, die wir immer als Fertigsoße da haben. Ja, meine Schwiegermama meint es immer sehr gut und bringt uns ganz, ganz viele mit. Und ich komme gar nicht hinterher, die aufzubrauchen. Ja, so, jetzt aber genug gequatscht. Ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns in diesem Video gleich. Die hier meine ich, ja... Ich mag Fertigsoßen wirklich nicht. Also das ist jetzt nicht irgendwie so dahergesagt. Ihr seht auch meine Einkäufe immer, ich kaufe die auch nie. Fertiggerichte mag ich, aber diese Soßen halt mag ich einfach nicht. Aber die hier ist einfach wirklich die leckerste. Und das muss auch die von Knorr sein. Die anderen, die genauso heißen, auch so aussehen von... Ich weiß jetzt gar nicht, welche Marken gibt es. Die anderen halt, ne? Nicht Knorr. Die schmecken einfach nicht so wie die hier. Es gibt auch... Welche, die etwas rötlicher sind und so, das sind die nicht. Es muss wirklich die hier sein. Und warum ihr die auch nie in mein Haul seht, ist halt, ja, wie gesagt, ich kaufe die nie. Meine Schwiegermama deckt uns immer ein. Und da muss man die halt nur mit Milch, mit Sahne vermischen. Und das mache ich dann einfach nur in kalte Sahne. Früher habe ich das auch mit Fisch gerne gemacht. Auch dann so im Ofen. Aber jetzt, wenn es zu Nudeln sein soll, einfach nur mit Sahne in die kalte Sahne rühren. Kurz aufkochen, 1-2 Minütchen nur und dann mit den Nudeln vermischen. Und ja, dazu gibt es dann einfach nur Fischstäbchen und ein bisschen Rohkost. Das wird halt unser schnelles Mittagessen heute sein. Hallo vom nächsten Tag. Und ich mache gerade Mittagessen.
Ja, erstmal mache ich eine Suppe. Ich will nachher noch so einen Salat machen, aber den gibt es dann halt später. Und jetzt gerade mache ich eine kleine Suppe, also so einen kleinen Topf. Und brate hier jetzt erstmal Zwiebeln an und Karotten mit ein bisschen Tomatenmark. Dann spare ich mir das extra, sonst mache ich das mal extra in einer Pfanne. Ich mache das jetzt so. Ich habe ja noch von den Pilmeni, die wir letztes Mal gemacht haben, so kleine Fleischklößchen eingefroren. Und das wird dann halt so eine Klößchensuppe. Ja, dachte ich euch, zeige ich euch mal. Ich habe auch noch so ein ganz kleines Stück Sellerie, Staudensellerie. Ist echt nicht viel. Schmeiße ich auch einfach mit rein. Dann, ja, muss es nicht vergammeln bei uns im Kühlschrank. So, das Ganze brät jetzt ungefähr schon so 5 Minütchen bei mittlerer Stufe an. In der Zeit schneide ich hier gerade ein paar Kartoffeln und werde das Ganze jetzt auch mit Wasser aufgießen und dann mit, wie immer eigentlich, mit Salz, Pfefferkörnern, Piment und Lorbeerblättern würzen. Und ja, warte dann so 5 Minuten ungefähr, lasse ich die Kartoffeln kochen und dann schmeiße ich auch die Fleischbällchen mit rein. So, mit Wasser habe ich aufgegossen, die Gewürze sind auch drin und die Kartoffeln auch. Jetzt warte ich halt, dass es aufkocht und sobald es kocht, schmeiße ich nach 5 Minuten ungefähr dann die kleinen Fleischklößchen rein. So, in das kochende Wasser kommen jetzt diese Fleischklößchen. Die haben ja auch schon Geschmack, ne? Die waren ja auch gewürzt. Und ja, die kommen da jetzt rein, geben der Suppe auch nochmal Geschmack ab. Und dann lasse ich einfach alles so lange köcheln, bis halt die Kartoffeln komplett gar sind. Und das wird dann unsere Suppe sein. Hallo, es ist noch ein Tag vergangen und wir kommen gerade von draußen. Wir waren ein bisschen spazieren, haben draußen viel gespielt und waren noch kurz beim Penny einkaufen. Da kamen so ein paar Sachen mit und die Kleine sitzt hier auch die ganze Zeit und isst Erdbeeren. Das ist doch schon mal so das Erste, was ich euch zeigen kann. Kuschel. Nein. Siehst du satt? Ja. Das Ding war voll. Sie hat hier wirklich alles aufgegessen. Und die sind aber auch echt lecker. Also. Hi. 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 Hat mir auch total also die schmecken mir ja selber auch sehr gut. Und ich freue mich immer, wenn sie Erdbeeren so gerne isst. Und gleich kriegst du das. Warte. Dann habe ich einmal mein Lieblingseistee wieder mitgenommen. Lemon Lime. Jo, kommt gleich in den Kühlschrank und freue ich mich drauf. Dann einmal, hab ich auch schon ein paar genascht, als wir draußen waren, Kirschen. Und ich dachte mir, ja, so einen kleinen Beutel, 69 Cent für 100 Gramm. Ja, das sind über 700 Gramm, also ich habe 5,15 Euro bezahlt. Aber sie sind echt lecker, Schatzi. Vorsicht. Ja, ich liebe Kirschen einfach so sehr und das war es mir jetzt auch wert, ganz ehrlich. Ich liebe zurzeit wieder Obst sehr und dann kaufe ich es auch gerne, dann ist mir das auch egal. Also, ich war zwar ein bisschen schockiert, aber ich habe auch schon mal teurere Kirschen gekauft. Spielt immer mit dem Obst. Ja, Erdbeeren sind halt deins, ne? Ja, egal. Weil da noch einmal so eine Wurst für Dennis. Und die gab es immer noch für 88 Cent, diese drei Masken hier, so, vier Masken mit der Lippenmaske dazu von Yuti. Und ja, ich habe meine immer noch nicht getestet, aber ich dachte mir, das ist auch so ein ganz süßes Goodie, ne, zum Verschenken. Habe ich einfach jetzt da gehabt, weil 88 Cent ist echt nicht viel und ich liebe sowas ja total und das sind halt, ja, so interessante Sorten. So, sorry, ich muss immer wieder abbrechen. Also, was habe ich denn jetzt gezeigt? Hier habe ich gezeigt, Kirschen, Wurst. Dann ein Oschi-Kohlrabi, 79 Cent. Und ich habe mir den allergrößten rausgesucht. Und ja, geht gerade wieder gut bei meinen Kindern. Deswegen musste der mit und der sieht echt schön aus. Dann habe ich, keine Nudeln mehr. Für 1,99 sind die gerade im Angebot, 1 Kilo. Und ich liebe diese drei Glockennudeln auch total. Barilla und die. Und das sind diese Korkenzieher. Und ich mag die Form so, so gerne. Davon habe ich 2 Stück mitgenommen und einmal solche Röhrchen. Ja, auch von denen halt, ne? Ja, finde ich einfach richtig lecker und musste dann halt mit so auf Vorrat. Und das ist das Letzte jetzt, glaube ich, ne? Ja. Einmal Zwiebeln. Waren auch 1,79 gerade im Angebot. Genau, habe ich jetzt mitgenommen. Und dann fand ich total niedlich, gab es jetzt so ein Pennyheft wieder. Also die gibt es bei uns gar nicht so oft.
mit so, keine Ahnung, Angeboten und Rezeptheftchen und ja. Ich habe das gerne früher mal vom Rewe geholt, wenn wir beim Rewe einkaufen waren. Stöber da halt gerne durch. Kann man sich halt einfach kostenlos mitnehmen, so Rätsel machen, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich solche Zeitschriften total gerne. Und werde ich mal gucken, ich brauche eh ein bisschen mal langsam wieder Inspiration. Mir fallen zurzeit einfach keine Sachen ein, die ich kochen kann. Also ich bin wirklich komplett planlos. Ganz, ganz schlimm. Ja, habe immer nur, wenn dann Lust so auf Schnelles, also wirklich, oder wenn ich naschen will, irgendwie einfach nur ein Brot mit nichts drauf, einfach nur eine Scheibe Käse, trocken, ne? Bisschen Obst oder so, aber so richtig auch so gekochtes, gar nicht mal so viel Lust, ne? Und das, also mir fällt auch nichts ein. Ja, aber heute wird es Hähnchenflügel aus dem Ofen geben, die mache ich nachher. Und dazu habe ich mir überlegt, vielleicht Reis und dann habe ich noch so mexikanisches TK-Gemüse, dass ich das auch mal aufbrauche. Ich glaube, das mixe ich dann so und mache dann halt so eine Reis-Gemüse-Pfanne und dann dazu halt diese Hähnchenflügel. Ja, das wird halt heute unser Essen sein und ja, da gucke ich mal so, was ich, vielleicht habe ich ja wirklich, wie gesagt, Inspiration aus dem Heft. Ich speichere mir auch ständig viele Rezepte ab. Aber dann sind die so aus dem Kopf und dann habe ich da keine Lust drauf oder mir fehlt die Hälfte an Zutaten. Ja, kochen ist gerade irgendwie, weiß ich nicht, gerade nicht so meine liebste Welt mehr. Ja, keine Ahnung, warum, ich liebe Kochen eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr. Aber jetzt gerade ist echt so, ja, das Wetter macht's halt auch, ne? Es ist manchmal so heiß, dann wieder kalt. Dann hast du Lust auf eine Suppe, dann hast du aber wieder Lust auf was Kaltes. Also so die ganze Zeit, also ich bin total so, was soll ich machen? Was soll ich zu essen machen? Ja, aber egal. Für heute ist ja, wie gesagt, dann schon zum Glück überlegt. Da mache ich mich gleich dran. Ich werde jetzt alles verräumen. Aber erstmal mit der Kleinen, werde ich sie erstmal hinlegen, zum Mittagsschlaf machen. Und wenn sie dann schläft, dann mache ich mich ans Kochen. Genau, jetzt kommt die Sonne wieder raus. So schön. Ja, da würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, meine Hähnchenflügel sind jetzt fertig mariniert und ich sage euch einfach mal so grob, was ich gemacht habe. Eine Mengenangabe habe ich nicht. Ist immer nach Gefühl. Aber die wichtigste Zutat ist, also ich habe ein bisschen Öl halt dran gemacht. Ich hatte alles in einer Schüssel und für mich ist das so das Wichtigste. Das ist mein Lieblingsgewürz. Dafür hatte ich euch im Aufgebraucht-Video vorgestellt. Das ist ein geräuchertes Meersalz. Ja, das sind wirklich solche Flocken. Davon mache ich so ein bisschen dran. Wie gesagt, alles nach Gefühl. So sieht das aus. Das sind wirklich solche Flocken und das ist richtig geräuchert. Also echt. Und es gibt so eine ganz leichte, leckere Note. Also nicht zu stark, so wie ich es halt auch mag. Es gibt ja auch richtig starken, ja, so Barbecue-Rauchgeschmack. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Aber hier, das habe ich von meiner Schwiegermama halt bekommen und sie hat mir das dann, ja, gezeigt und seitdem, ja, kriege ich es auch immer wieder und liebe es einfach zu benutzen in diesem Gericht. Also vor allem für so Ofen, ja, Gerichte. Es ist einfach wirklich super, super lecker und ja, ich war total begeistert, als ich es bei ihr probiert habe und dann hat sie mir das halt gezeigt und genau, habt es im Kopf. Vielleicht ist das ja auch was für euch, wenn ihr auf so, ja, so eine leichte Rauchnote mögt. Ich finde es sehr lecker und schmeckt uns sehr gut. Dann habe ich Paprika edelsüß, ganz, ganz viel dran, wie man sieht, deswegen auch so rot. Was habe ich noch dran? Knoblauchpulver und dann dieses Zitronenpfeffergewürzsalz, damit das auch mal leer geht. Das hat auch so eine leichte Zitronennote, gibt es aber leider irgendwie nicht mehr. Zumindest habe ich es jetzt schon länger nicht gesehen. Also ja, Lidl ist irgendwie, ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind wir langsam Feinde, weil egal was ich mag, es wird rausgenommen. Und noch ein Gewürz, habe ich aber umgefüllt in so ein Glas, was ich halt da hatte. Bringt jetzt nichts zu zeigen, weil ich auch nicht weiß, wie es heißt. Das hatte ich, habe ich aus der Türkei bekommen. Hatte meine Mutter mir mal mitgebracht vom Markt dort. Ist extra für Hähnchen und das schmeckt auch immer sehr, sehr gut. Und ja, das kommt jetzt alles in den Ofen für circa eine halbe Stunde bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Und in der Zeit mache ich jetzt den Reis mit dem Gemüse. Und zwar habe ich hier noch diese, ja, Gemüsepfanne mexikanische Art da. Und da ist schon so eine, ja, so eine Salsa-Gewürzsoße dran. Das hatte ich ja beim Einkaufen gar nicht gesehen. Ich habe auch die Asia-Pfanne davon. Ich wusste, ich dachte, das ist halt einfach pures Gemüse. Leider ist es das nicht, aber ist okay. Und damit das auch mal langsam wegkommt, ja, werde ich das jetzt einfach anbraten. Hier wird gerade schon das Öl etwas heiß.
Ich denke, ich mit Tomaten mag ein bisschen, brate ich das an und dann kommt halt der Reis dazu, Wasser aufgießen, Salz, Herd fast aus, Deckel drauf und dann lasse ich es halt ja, einfach da drin schmoren, beziehungsweise den Reis gar werden. Hier sieht man auch schon, was drin ist. Ja, so kleine Maiskolben, Kidneybohnen, Zwiebeln, Paprikastückchen, wie heißen die? Stangenbohnen. Und ich glaube, das war's. Ja, auf jeden Fall ist eigentlich echt cool so eine Sache, aber wie gesagt, ich mag die lieber ohne Gewürzmischung dran. Ich würze das immer lieber selber. Aber naja. So, ne? Ihr kennt es. Also das Gemüse, ich habe jetzt den ganzen Rest, der noch im Beutel war, schon hier reingehauen, damit das einfach weg ist. So viel ist es ja gar nicht. Und ihr seht überhaupt irgendwas. Ja, einen guten, fetten Esslöffel war das bestimmt Tomatenmark. Jetzt alles schön angebraten. Und jetzt kommt da so eine Portion gewaschener Reis dazu. Ich rühre das einmal um. Und dann übergieße ich das mit Wasser und so. Ich zeige euch das gleich. Also, sorry, das Piepsen, falls ihr das gehört habt, war gerade mein Backofen. Ja, so viel Wasser habe ich jetzt reingetan. Habe es auch schon gesalzen. Und jetzt muss es einfach nur einmal richtig aufkochen. Und dann ja, werde ich den Herd auf, ich habe hier 18 Stufen, werde ich auf ungefähr 3-4 machen. Das habe ich so langsam hier gelernt, so ein halbes Jahr später mit dem Reis. Ja, also der Herd und ich sag's immer noch zu Dennis, ich so, weiß ich nicht, irgendwie, wir werden einfach keine Freunde. Er ist ganz okay, ja, ich koche natürlich auch alles hier, ne, ist okay, aber ich bin von diesem Touch hier einfach kein Fan. Ich will irgendwann wirklich lieber diesen Neff-Herd, wo man halt so einen Knauf hat und drehen kann. Keine Ahnung, also das Ding hier ist super empfindlich, auch beim Putzen ständig am Rumpiepsen, auch wenn du die Kindersicherung drin hast, ich weiß nicht. Nee, ist jetzt nicht so meins. So, genau, das kocht gleich, wie gesagt, ne, dann Herd fast aus und dann Deckel drauf und dann einfach in Ruhe lassen, so gute 15 bis 20 Minuten mindestens. So, fertig, das waren jetzt 25 Minuten ungefähr auf Stufe 4. Habe ich es einfach so ganz, ganz leicht simmern lassen und den Deckel gar nicht geöffnet. Ja, und jetzt können wir alles umrühren und servieren. Also ihr seht, ne, jedes Reiskorn ist gar. Es dampft hier in die Kamera, es tut mir leid. Gemüse ist schön verteilt, also automatisch. Ne, ich habe wirklich nichts umgerührt. Und ja, bin schon gespannt, wie das schmeckt. Guten Abend. Ja, ich habe total vergessen, euch, ich bearbeite nämlich das Video gerade, das Essen zu zeigen auf dem Teller. Also es war aber sehr, sehr lecker. Also wirklich, es hat sehr, sehr gut geschmeckt uns allen. Und ja, also diesen mexikanischen Mix jetzt mit dem Reis fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich glaube, den würde ich tatsächlich nochmal so kaufen vom Lidl, wenn ich den wieder sehe. Mit dem Tomatenmark und so, das war schon richtig lecker. Ja, und die Hähnchenflügel sowieso, ne, mit dem Salz, also das kann man gar nicht lecker hinkriegen, glaube ich. Das ist so lecker. Entschuldigung, die Kleine ist hier noch am Spielen. Ja, ich bin jetzt hier im Bett, mache hier vom Pennyheft ein bisschen Rätsel. Ich liebe Kreuzworträtsel schon immer. Ich habe einen ganzen Stapel Zeitschriften noch, auch diese, ja, das sind halt solche Zeitschriften, die ich so gerne habe, also so wirklich so ein Stapel. Einfach nur, je mehr Kreuzworträtsel drin sind und Rezepte, desto besser. Also diesen ganzen Klatsch und so weiter, was da alles noch so bei ist, brauche ich nicht. Ich habe auch nur Kreuzworträtselbücher, weil Dennis auch immer meinte, warum kaufst du dir immer diese Zeitschriften? Ich sehe, aber das hat halt immer so Spaß gemacht, ne? Dann auch noch so zu stöbern, die Rezepte anzuschauen, auch so durchzublättern. Und dann noch nebenbei so ein paar Rätsel zu machen, so verschiedene halt. Ne? Da gibt es dann richtig viele Arten. Ich liebe Kreuzworträtsel einfach so, so sehr. Und ja, mach das total gerne abends. wenn ich denn, so wie jetzt, ja, werde ich nicht gelassen. Aber wenn ich gelassen wäre, dann mache ich das wirklich sehr, sehr gerne. Ja, ich wollte das Video jetzt aber auch beenden. Damit würde ich mich direkt bei euch verabschieden. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.